Revision 534. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure Software-Abos und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com/workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft, die Revision 534. Und am Start sind drei Leute aus der geschätzten Core-Riege sozusagen. Einmal der Shep ist dabei. Hi. Und die Vanessa ist am Start. Hallo. Und ich bin der Hans. Schön, dass ihr mit dabei seid, uns zuhört hier im Podcast. Vielleicht ein kurzer Hinweis von uns vorab, wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal auf draft.community vorbei. Da könnt ihr unserer Slack-Community beitreten. Die haben wir vor einigen Wochen gegründet. Und wer Bock darauf hat, sich mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern auszutauschen, der kann gerne da mal vorbeischauen. Da gibt's auch immer die neueste Folge, sobald sie frisch aus der Presse fällt sozusagen. Wenn ihr Bock habt, schaut da vorbei. Und jetzt gehen wir mal rein ins Thema. Wir haben uns heute nämlich wieder einen Spezialgast eingeladen und das ist der Shep. Cool, dass du dabei bist, Shep. Ja, immer wieder schön hier. Ja, ich glaube, vorstellen brauchen wir dich heute ausnahmsweise mal nicht, weil du ja doch auch letzte Woche erst dabei warst als Gast hier im Podcast. Genau, wir haben wieder mal durch dich ein tolles Thema hier auf der Platte. Und zwar haben wir uns gedacht, wir unterhalten uns mal über ein Thema, das wir schon öfter mal besprochen haben, auch in einer der letzten, ist schon ein bisschen länger her, die letzte Revision zum Thema CSS Houdini. Das ist ja so ein Sammelsurium an, sag ich mal, Erweiterungen für CSS und halt das mal sehr, sehr offen. Es ist ja doch schon einige Zeit her, jetzt sehe ich gerade, dass wir tatsächlich drüber gesprochen haben. Aber Shep, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich dieses CSS Houdini? Also ihr kennt ja beide Web Components und die Web Components gehen zurück auf eine Bewegung von Webmachern. Das nennt sich The Extensible Web Manifesto, also das haben die verfasst. Und die Grundidee ist, dass die ganzen Webstandards-Gremien viel zu langsam sind, um sozusagen hinterherzukommen mit dem Spezifizieren. Und die Browsersteller dann auch mit dem Implementieren all der Dinge, die wir als Entwicklerinnen und Entwickler gerne hätten in den Browsern zum Herumspielen. Und sei es irgendwie HTML-Elemente, die uns fehlen, sei es CSS-Features. Und die Idee des Extensible Web Manifesto ist, oder sozusagen die Mission der dieser Leute, die das zusammengeschrieben haben, war zu sagen, wir versuchen, statt eben immer so ganze, große Würfe zu machen, versuchen wir lieber erstmal sozusagen reverse zu engineeren, was die Browser in den verschiedenen Technologiebereichen so treiben, um zum Beispiel ein HTML-Element bereitstellen zu können. Und wenn wir das reverse engineert haben, sozusagen den Ablauf mal so ein bisschen uns klar gemacht haben, dann versuchen wir, diese Abläufe nach außen hin zu öffnen für Entwickelnde, sodass die eben in der Lage sind, an den Standardsgremien und den Browserherstellern vorbei, die sozusagen links zu überholen und ihre eigenen Elemente zu entwickeln und später vielleicht auch dann eben tatsächlich so zu verteilen und möglicherweise benutzen das dann eben ganz viele Leute. Genau, also ich glaube, dieses Extensible Web Manifesto und auch diese Web Components Idee, die stammt aus 2011. Und danach hat's ja relativ lange auch gedauert, bis wir Web Components überall einsetzen konnten. Also eigentlich
konnten wir das ja erst so richtig cool ab 2020, als Microsoft vom, also die Engine von Edge, also von ihrer eigenen Edge HTML Engine auf Chromium gewechselt sind. Und ein paar Jahre nach den Web Components haben diesen Ansatz auch die CSS-Leute sozusagen geboren. Genau, also im Dezember 2014 war so das erste Posting auf der Mailinglist, dass die so eine Taskforce gegründet haben, und das war die What Taskforce, das sozusagen erkunden sollte, wie CSS, so wie die Primitive von CSS, also welche sind das, die da im Spiel sind und wie funktionieren die. So als lustige Randnotiz, diese Taskforce hieß What TF, was natürlich gleichzeitig ein Pun war, sollte quasi What the Fuck sozusagen gleichzeitig sein. Das wurde dann aber relativ bald in Houdini umbenannt, einfach weil das irgendwie ein coolerer Name dann doch war als so ein kindischer WhatTF-Name. Man möchte ja auch ernst genommen werden von allen Browser-Herstellern. Richtig, genau. Ja, und die haben dann sich an die Arbeit gemacht und verschiedene so Bereiche herausgearbeitet, die letztlich involviert sind in CSS. Also dass CSS sozusagen über die Leitung geht und am Ende irgendwas hingepinselt wird. Genau, das waren erstmal noch so ein paar andere Sachen, und später wurde es dann nochmal überarbeitet, und am Ende blieb übrig eine Parser-API. Also man muss irgendwie die CSS parsen können. Dann die Properties and Value API, beziehungsweise also das Typed Object Model. Es gibt ja das CSS Object Model, CSSOM, aber das ist eben, im Prinzip arbeitet es nur mit Strings und ist ein bisschen dumm. Und das Typed Object Model, das weiß halt, dass irgendwas eine Farbe ist und so. Genau, dann gab es die Custom Selectors, die Font Metrics API, die Layout API, die Paint API, und dann gab es noch so Dinge wie im Prinzip Worklets. Das sind also das war jetzt nicht unbedingt was mit CSS zu tun hatte, aber die sind schon damals, also wussten die, dass wenn wir da eingreifen wollen, man einen Weg finden muss, dass das Ganze performant ablaufen kann. Und diese Worklets, die gewährleisten das, und die sind sowas wie kleine Webworker, aber eben kleine und deswegen nicht Worker, sondern Worklets. Und dann gab es noch sowas wie die Animation Worklets, wo man dann gesagt hat, ja, da kann man dann sowas machen wie irgendwie den Scroll-Progress irgendwie abgreifen und so. Genau, das war auch alles cool und so, und waren auch alle mega begeistert. Nur ist danach was Ähnliches passiert wie bei den Web Components. Also zum einen, es hat sehr, sehr lange gedauert, das eben alles so auf die Spur zu bringen. Also erstmal sozusagen das zu spezifizieren, aber danach eben auch das zu implementieren. Und im Gegensatz zu den Web Components haben halt einfach noch viel weniger der Browserhersteller da mitgemacht. Also die einzigen, die das eigentlich nur gemacht haben, sind die Chrome-Leute gewesen. Die haben das vorangetrieben und implementiert. Und dabei sind, also es wurde nicht, also bislang wurde auch noch nicht alles, was ich genannt habe, eben überhaupt spezifiziert. Also zum Beispiel die Parser-API hat noch überhaupt kein Mensch überhaupt sich drum gekümmert. Die Front-Metrics-API auch nicht. Aber die anderen eben schon. Und die erste, die tatsächlich dann in den Browser gelandet ist, ist die Paint-API. Und die Properties and Values und Typed Object Model kamen dann auch. Und sowas wie die Layout-API, an der wurde halt hinter Flags herumgefuddelt, aber die ist nie stable geworden. Genau, gleiches gilt für das Animation Worklet. Und jetzt wäre so meine Frage an euch. Ihr habt das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen und verfolgt. Und vielleicht wart ihr ja ähnlich enthusiastisch wie ich damals, als das so verkündet wurde. Und na geil, endlich können wir so, weiß nicht, so Dinge machen wie CSS Regions, das
wäre jetzt zum Beispiel so ein Layout-Mode, den ich total cool fand. Der ist ja dann irgendwann, also gab es ja von Microsoft und Adobe hat das in Chromium implementiert und dann ist es aber wieder rausgefallen, weil das halt irgendwie den Code blockiert hat. Und ich fand halt die Aussicht gut, dass man hingehen kann und sich CSS Regions zum Beispiel selber implementieren kann, wenn man es braucht. Aber nichts davon, also oder fast nichts davon ist bisher Wirklichkeit geworden. Und ich weiß nicht, wie ihr, habt ihr schon mal euch mit Houdini befasst? Wie habt ihr das aufgenommen und wie habt ihr das verfolgt und habt ihr da Gedanken gehabt, was ihr damit machen wollt? Oder hattet ihr da gar keine großen Gedanken rundherum? Ich habe von Houdini gehört, also ungefähr auch zu der Zeit, als Lissé Linhart bei Working Draft war. Vielleicht auch einfach durch sie, durch weitere Blogartikel und weiteres. Und ich habe ein ähnliches Verhältnis irgendwie dafür wie zu so CSS in JS. Ich weiß, dass das gibt und ich weiß, dass es manche Leute ganz toll finden. Mir hat immer so ein bisschen mein Problem dafür gefehlt. Oder letztendlich dann auch die Zeit, die ich mir hätte nehmen müssen, weil ich nicht so ganz wusste, was ich damit überhaupt machen kann. Das ist natürlich jetzt sehr unfair, weil mir vielleicht was ganz, ganz, ganz Geniales da entgangen ist. Aber normalerweise ist das bei mir schon auch so, dass ich was Neues lerne, wenn ich auch irgendwie so ein akutes Problem dafür habe. Und das ist manchmal sehr schade, weil ich zum Beispiel auch CSS Grid habe ich Gott sei Dank dann doch durch andere Kurse, wo es einfach mit dabei war, gelernt, weil sonst hätte ich mir auch gedacht, wozu brauche ich das denn? Kann ja alles mit Flexbox machen. Habe ich nur mal ein 2 Stunden Video von CSS Grid angeschaut und dachte mir, ha, das ist großartig. Und ich habe dummerweise mich einfach nie wahrscheinlich diese 2 Stunden mit Houdini näher beschäftigt. Und das ist bei mir alles in dieser Wolke von Web Components, Lit Elements, Houdini, diese Wolke von Dingen, die es gibt, mit denen ich mich noch nicht näher auseinandergesetzt habe. Ja, ich kann da nur so ein bisschen hinzufügen, dass ich glaube, dass das Thema ja meistens abhebt, wenn es halt einen krassen Vorteil für Benutzerinnen und Benutzer hat. Also ich nehme mal Flexbox. Jeder, der mit Float-Layouts gearbeitet hat, war ultra froh, als es sowas wie Flexbox gab. Ja, weil du auf einmal eine ganz andere Art hattest, dein Layout zu beschreiben, ohne dass es sich hacky angefühlt hat. Ja, und das ist so, und ich glaube, davon gibt es halt einige Beispiele. Ich glaube, zum Beispiel CSS-Properties oder Variables, ja, das ist auch so ein Game-Changer irgendwie so. Auch wenn der vielleicht jetzt nicht so krass weit verwendet wird, aber und wenn es nur ums Theming geht, da findest du eine gute Anwendung, ja. Und ich glaube halt, dass das Thema Houdini und die Erweiterbarkeit des Webs grundsätzlich eine gute Idee ist. Und es gibt sehr, sehr spitze Anwendungsbereiche dafür, glaube ich. Also wenn man sagt, akademisch betrachtet, ist das super interessant, ja, weil du kannst auf einmal alles machen, ja, und du hast nicht mehr dieses, okay, für 95% meiner Fälle reicht alles aus, was ich an CSS kenne irgendwie, für weitere 4% werfe ich halt ein bisschen JavaScript dazu, ja, und auf einmal kommt halt das Tool, was dieses 1% oder wahrscheinlich nicht mal 1% dir dabei noch behilft. Und das, glaube ich, ist so ein Stück weit der Punkt, der ist so ein Stück, also wodurch es noch nicht so diesen Effekt gab, ja, Houdini ist wahrscheinlich das coolste Tool der Welt oder die coolste APIs der Welt oder die coolste Beschreibung, weil es halt einfach nicht so ein riesen Anwendungsfall ist. Wenn man jetzt sagen würde, okay, guck mal, für Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler würde das bedeuten, ich muss viel weniger JavaScript oder WebGL-Zeug oder whatever schreiben, okay, cool. Aber dafür ist es ja nicht unbedingt der Anwendungsbereich so. Und deswegen, mir fehlt die konkrete Anwendung. Dazu gesagt, ich selbst bin sowieso kaum mit CSS unterwegs, wenn ich mal, also schreibe ja sowieso nicht mehr so viel Code. Wenn ich mal was mache, dann nehme ich mir meistens irgendwas von der Stange, was schon fertig ist, ja. Und dann läuft das. Bei mir ist es nicht so, sozusagen, die Exzellenz ist nicht die Disziplin, in der ich mich gerade bewege, wenn es ums Thema CSS geht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich dazu meine oder damit meine. Mir geht es da auch so ein bisschen wie mit
Canvas und mit SVG. So, ich benutze SVG-Icons anstatt halt eine Icon-Font, weil es besser ist, performanter, lässt sich viel besser skalieren, lässt sich auch noch einfärben, war es ganz super. Und bei mir verschwimmt hier so ein bisschen die Grenze zwischen Design und Development. Und es Houdini verbinde ich immer mit sehr, sehr kreativen Dingen, die aber wirklich dann auch erst beim Coden so richtig entstehen. Und die Gelegenheit hatte ich halt auch wirklich, glaube ich, selten, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich hatte sie quasi nie. Entweder jemand gibt mir vorgefertigte SVGs oder Animationen oder wie Hans gerade sagt, ich nehme halt irgendwie was von der Stange, wie so ein Konfetti-Plugin, was einfach einwandfrei funktioniert und muss mir aber selber keine Gedanken über Farben und Formen machen. Ich habe das während meines Studiums tatsächlich gelernt eigentlich, mit Canvas zu schreiben und fand es auch irre gut. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hatte einmal beruflich dann nochmal die Chance, mit Canvas zu arbeiten, was mir auch wieder extrem viel Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, da hatte ich halt wirklich ein Projekt bekommen und es ging nur mit Canvas zu lösen, weil ich was zeichnen musste. Ich habe im Berufsalltag eben nicht den Moment, dass ich mir denke, ich hätte jetzt hier gern Luftballon aussehenden Hintergrundgradient. Das passiert mir einfach leider nicht. Ja. Also dementsprechend stimme ich dazu mit, vielleicht ist es so eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Art Nischending ist für Frontend-Devs oder ob ich einfach selber in der Nische von halt sehr viel Business-Logik schreibenden Devs bin. Und das, denke ich, das ist ja vielleicht was, Shep, wo du genau der Richtige bist, nämlich mal zu fragen, so, du bist so viel damit unterwegs, ne, hast gerade nochmal erzählt, du kommst vom CSS-Day und, ne, und was ist es denn bei dir sozusagen, wo würdest du denn zum Beispiel bei dir jetzt einen Anwendungsfall auch sehen, wo das Tool halt dir weiterhelfen würde? Also, ich wollte vielleicht da nochmal einhaken bei dem, was ihr gesagt habt, oder vor allem, was Vanessa gesagt hat, dass ihr das so als Tool für Kreative seht. Und die eigentliche Idee ist ja, dass man mit diesen Werkzeugen, zumindest ist das das ursprüngliche Missionsstatement sozusagen, dass man mit diesen Werkzeugen an der Hand eben in der Lage ist, CSS-Lücken zu füllen. Also Dinge, die vielleicht noch nicht da sind. Also nicht in erster Linie gedacht für kreative Sachen. Also die kann man natürlich damit auch machen, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es gibt ja die Möglichkeit in WebKit mit diesen eigenen Dingen zum Beispiel Text auszustanzen. Also man kann ja Text ausstanzen aus dem Hintergrund. Das geht in keinem anderen Browser. Oder es gibt ja auch diese Spiegelungseffekte, die es halt früher gab. Also nicht, dass man die irgendwie braucht, aber es gibt ja dieses WebKit Reflect, was so aus der Zeit irgendwie von Web 2.0 noch stammt, wo die so Coverflows gebaut haben und die haben sich so auf dem Boden gespiegelt. Also nicht so Dinge halt, die es vielleicht in Browsern nicht gibt und die man umsetzen möchte. Und Vanessa hat es ja schon gesagt, zum Beispiel die Paint API ist eigentlich nichts anderes als eine edel HTML5 Canvas, die man als Hintergrundbild reinlegt. Man kann damit aber nichts mit dem Text in einem Element machen. Man kann auch nichts über den Elementrand hinaus machen, weil die Canvas da ja aufhört. Eigentlich löst die wenig oder gibt die einem wenig Möglichkeiten an die Hand. Man kann einfach nur kreativ Hintergrundbilder machen und vielleicht dadurch vielleicht auch so irgendwie ein bisschen ausgeflipptere Borders oder sowas. Aber man hat halt eben nicht die Möglichkeit, auf den Text Einfluss zu nehmen, der halt da drin, in dem Element drin ist. Genau, also ich finde, das ist so, Houdini ist halt wirklich mit Fanfaren gestartet, aber steckt halt irgendwie übelst fest und kommt nicht mal nah an das dran, wofür es eigentlich gedacht war. Bei der Layout-API ist das ähnlich. Ich hatte ja eben erwähnt, CSS Regions wäre total cool, wenn man das implementieren könnte. Oder auch, es gibt auch CSS Exclusions, das ist auch ganz cool. Also bei den Regions funktionierte das so, dass du hast eine Quellregion, die beinhaltet irgendwie Inline-Elemente. Und dann konntest du
beliebig viele Targets angeben, in die der Inhalt fließt. Und dann konntest du eben ein Div vielleicht irgendwie oben auf der Seite positionieren. Das war das erste Target. Und wenn das voll war, dann lief quasi das alles, was dann darüber hinausging, in das zweite Target, was du angegeben hast. Aber die mussten nicht zusammenhängen. Also du konntest quasi Text durch ganz viele verschiedene Elemente fließen lassen, die irgendwo auf einer Seite sind. Oder bei den CSS Exclusions kannst du hingehen und kannst etwas absolut in einem Text positionieren und den dann umfloaten lassen, zum Beispiel. Also dieses Element. Und so könntest du zum Beispiel ein Bild nehmen und das absolut in einem Fließtext positionieren und der würde einfach dann da drum fließen und das Bild wäre eben mittig in dem Text, was du ja mit Floats momentan einfach nicht machen kannst. Das wären halt so Dinge, wo man auf die Standardsgremien wartet und die Browserhersteller auch, dass die es implementieren. Und es passiert halt nicht. Aber du kannst es eben auch nicht mit den Houdini-APIs implementieren. Selbst denen nicht, die vielleicht momentan nur in Canary drin sind. Und das Einzige, was, glaube ich, so im Layout-Bereich jemals implementiert wurde, war so ein Masonry-Layout. Da hat aber, haben die Mozilla-Leute gesagt, ja, wir machen einfach so ein Masonry-Mode in CSS Grid. Und genau, und fertig. So, die haben das halt dann einfach so erschlagen. Denen schien das anscheinend leichter zu fallen, CSS Grid, um einen weiteren Layout-Mode zu erweitern, als irgendwie sich da einen abzubrechen, die Layout-API zu implementieren. Also daher kommt dieser Eindruck, dass Houdini vielleicht irgendwie in seiner ursprünglichen Form vielleicht eher ein Rohrkrepierer ist. Auch weil man ja auch sehen kann, dass die anderen Browserhersteller sich dann nicht dahinter hängen, was auch damit zusammenhängt, dass es A, eben seitens der Entwickler und Entwicklerinnen, also die konnten keine Use Cases bisher irgendwie vorweisen. Das ist für die anderen Browserhersteller auch so ist, dass sie sagen, okay, cool, was ihr da im Chrome macht, der jetzt die Paint API unterstützt, das ist schon echt mega, das ist super. Bereichert das Web total und sind auch wirklich irgendwie seriöse Use Cases, müssen wir wohl jetzt auch ran, macht irgendwie Sinn. Und dass eben generell auch einfach sehr viele dieser Bestandteile ja im Prinzip feststecken und sich auch keiner groß darum kümmert. Also es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Is Houdini Ready Yet? Die ist von Surma und das letzte Update ist halt aus Mai 2021. Und auch das ist, würde ich sagen, so ein bisschen, steht so sinnbildlich dafür, wie stark oder wie das Thema weiter vorangetrieben wird seitens der Beteiligten. Genau, und es gibt aber Teile von Houdini, die finde ich total praktisch und das sind gar nicht diese großen Sachen, also diese Weltherrschafts-APIs wie eben Layout und Paint und so, sondern die, also meiner Meinung nach, coolste API aus diesem ganzen Strauß ist die Properties and Values API. Und ich finde das deswegen, weil was die möglich macht, ist, dass du kannst Custom Properties upgraden, indem du denen mithilfe einer bestimmten, also einer AddProperty AddRule, einen Type zuweist. Und sobald du das machst, kannst du anfangen, die zu animieren. Denn bislang ist es so, Custom Properties sind eigentlich nichts anderes als Strings. Und wenn ihr jetzt hingehen wolltet und würdet eine Custom Property in einer Keyframe-Animation animieren wollen, zum Beispiel, dann hättet ihr keine Interpolation. Weil der Browser würde halt denken, ja, keine Ahnung, ist halt ein String, ne? Was soll ich da machen? Der startet so und endet so und ich flippe den einfach irgendwo in der Mitte. Und das ändert sich eben, indem du, wenn du die mit einem Type versiehst und sagst zum Beispiel Type Color, dann kannst du eben von Red nach Green weich überblenden. Oder du sagst, das ist ein Integer oder sowas oder ein Number. Dann kannst du von 0 nach 1 kannst du auch animieren.
Und dann kannst du wiederum hingehen und sagen, ich verwende Kalk und verarbeite die zum Beispiel in einem Gradient oder sowas. Und schon hast du halt einen animierten Gradient. Und aber nochmal zum Verständnis, also das bedeutet, du hast eigentlich diese Möglichkeit mit dem Feature, das out of the box einfach zu verwenden. Also man muss dafür dann keine zusätzliche Programmierung mehr irgendwie anlegen, sondern du sagst einfach, okay, add type oder add was add auch property, immer. Genau. Add property. Und das ist vom Typ Color, genau wie du gesagt hast. Und die Animation läuft automatisiert ab. Genau, also du gibst dem Browser einfach mehr Informationen über diese Custom Property, als der Browser eben hätte, wenn du sie nur einmal über die normalen Deklarationen irgendwie deklarierst. Mhm. Da kannst du ja nur machen, minus minus Variable, Doppelpunkt. Ist halt ein statischer Wert normalerweise. Genau, also nicht unbedingt statisch, aber eben der Type ist halt unbekannt. Der Browser schafft das auch irgendwie nicht zu sagen, okay, da steht jetzt eine 1 und dann interfert der sozusagen den Type und sagt, das ist dann bestimmt, es könnte ein Number dann sein, sondern der eigentlich ist der dumm. Und im Prinzip ist das gleichbedeutend mit einem String für den. Nur, dass es eben, dass wir das nicht in Anführungszeichen sehen, für uns ist dann wäre es ja irgendwie eindeutig, aha, klar, logisch, das ist ja ein String. Intern behandelt er das so. Ja. Genau, und du machst halt dann Add Property und dann den Variablennamen, dann geschweifte Klammer auf und dann kommt da rein Syntax, da kommt dann Number, Integer, Color, Angle, Length, was auch immer. Und danach kannst du noch sagen, ob das Inherit, also kann das eben vererbt werden oder nicht. Und dann noch eine Initial Value. Also wenn die Variable, wenn auf die zugegriffen wird, aber sie noch nicht irgendwo quasi gesetzt wurde, was ist dann der Fallback-Wert? Und das ist eigentlich eine ganz kleine Geschichte, die da so aus diesem Houdini-Strauß heraus auch geplumpst ist. Und die macht halt einfach total viel neue Sachen möglich. Ich habe auch eine Demo gebaut, wo ich die Zoom-Property animiere damit. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Das ist eigentlich so eine Nicht-Standard-Property. Internet Explorer 7 Hack, glaube ich, für irgendwas war genau. Das noch. Genau, das war auch, glaube ich, Microsoft hat diese CSS-Property eingeführt, aber interessanterweise hat WebKit die auch unterstützt und Chrome unterstützt die auch. Und die arbeitet ein bisschen wie Scale, aber mit dem Unterschied, dass wenn du mit Transform Scale arbeitest, dann hinterlässt dieses Element, das du skalierst, ja im Prinzip den ursprünglichen Abdruck im Layout. Also das, wenn du das auf 0 skalierst, dann ist das zwar das Element selbst wirklich nicht mehr zu sehen, aber man hat immer noch diesen Freiraum, den das ursprünglich belegt hat. Und andersrum, wenn du es hochskalierst, ist das eben auch so und es verdrängt halt gar nichts nach außen. Und bei Zoom ist das anders. Also da, wenn du auf 0 runterzoomst, dann fließt eben alles drumherum. Also auch dann und nimmt den Platz ein, den dieses Element hatte. Und du kannst halt damit ganz andere Dinge machen. Zum Beispiel, dass du irgendwelche Sachen erscheinen lässt, ohne irgendwie mit Max-Width zu animieren und Max-Height. Das ist ja auch so, kann man machen, aber im Endeffekt so richtig cool ist es ja nicht, weil man ja immer sozusagen auf viel höhere Max-Werte animiert zur Sicherheit und dadurch hast du ja nicht so eine quasi gut getimte, weiche Animation und dann kommen auch Scrollbars drin und so Zeugs. Und mit Zoom kannst du das halt machen. Nur Zoom ist an sich selbst nicht animierbar. Das heißt, also, wenn du Zoom in Keyframe-Animationen packst, dann hast du da auch das Problem, dass es quasi einfach flippt von 0 auf 1 oder vom Start auf den Endwert. Und sobald du eben das anders löst, also quasi über Bande, dass du quasi sagst, ich habe meinen Zoom-Wert im Element und da mache ich einen Kalk drin und oder ich setze da die einfach nur die Custom-Property als Wert,
Die wiederum definiere ich als Number und dann animiere ich die Custom Property stattdessen in der Keyframe-Animation. Dann hast du auf einmal einen weich animierten Zoom. Und das finde ich halt total cool an dieser Add-Property, Add-Rule. Und das ist jetzt auch schon etwas, was wir in allen Browsern einsetzen können. Nee, leider nicht. Auch das nicht, genau. War ich nämlich gerade schon ein bisschen gehypt. Ja, genau. Ich bin auch total gehypt. Ich finde es total gut. Also gerade zu dem Punkt mit dem Scale, die Problematik hatte ich dann schon mal, dass es eben diesen ursprünglichen Originalraum blockiert und wo ich dann wirklich nervige Workarounds gebraucht hätte, um das dann wiederum richtig zu positionieren. Weil sobald einmal Flexbox Item Center nicht mehr geht, dann ist man so komisch wieder in dieser alten Welt. Und nachher, wie kriege ich das jetzt positioniert? Aber was ist denn das Aber? Naja, das Aber ist, also ich glaube, ich fände es richtig und gut, vielleicht dieses von diesem Weltherrschaftswahnsinns-Projekt einfach sozusagen vom Gas runter oder das sozusagen alles ein bisschen kleiner anzugehen und zu sagen, vielleicht ist das auch eine Nummer zu groß für uns, weil es scheint ja auch gar nicht so einfach zu sein. Und dass man dann, dass wir als Entwicklerinnen und Entwickler vielleicht auch sozusagen zu verstehen geben, dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass die sich da einen abbrechen, dass wir diese Dinge machen können, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl grundsätzlich, dass es zu langsam vorangeht in CSS. Also letztens haben wir auf Twitter sogar den Begriff CSS-Fatigue zum ersten Mal fallen lassen. Also was wir ja früher so von JS-Fatigue kannten, da war ja immer so viel Aktivität, dass die Leute irgendwann gesagt haben, nee, also ey, ich komm irgendwie nicht mehr mit bei diesem ganzen neuen Kram. Und so ein bisschen ist das bei CSS gerade auch. Aber dass man eben sagt, also der Bedarf ist nicht da, aber konzentriert euch doch mal auf so ein paar Sachen, die cool sind. Und meiner Meinung nach wäre das eben diese Add-Property-Rule und vielleicht auch das Typed-Object-Model. So einfach, dass man ein bisschen schöneres Interface hat, dass man eben auch da mit Typen arbeiten kann und nicht String-Parsing betreiben muss zum Beispiel. Also ich glaube, ihr habt das ja in Warhol, hatte der Peter damals auch ganz viel mit diesem versucht, mit dem CSS-Typed-Object-Model zu arbeiten und hat ja dann auch eigentlich Bugs zurückgemeldet und so. Es ist doch sehr inkonsistent, genau, zwischen Browsern, aber auch teilweise in Browsern selbst. Und du hast jetzt Custom Properties angesprochen. Under the Hood ist es ein String, so, und für uns sieht es auch so aus, aber wir können durch unser menschliches Denken halt was reininterpretieren und so. Und das ist, es ist nicht, sagen wir mal, wenn wir sowas in anderen Sprachen vorfinden würden, wären wir wahrscheinlich sehr schnell dran, Bugs zu erstellen als Entwicklerinnen und Entwickler, zu sagen, ey, guck mal, hier passt das Typing nicht, hier passt Folgendes nicht, hier ist es eine Inkonsistenz und so weiter. Aber da wir nie in diese Tiefe gegangen sind bisher im CSS-Bereich, hat uns das mit CSSOM auch nicht gestört wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, genau. Aber ich fände, also das wäre so die eine API, die ich persönlich total nützlich finde und wo ich total viel Use Cases sehe. Also gerade, weil das eben so einem wieder so eine neue Welt erschließt. Genau, und man kann auch noch ein paar abgefahrene Sachen damit machen. Man kann nämlich zum Beispiel mathematische Funktionen kann man sich damit polyfillen in CSS einfach dadurch, dass man so ein bisschen rumspielt mit, indem man Variablen hat, die Integers sind und welche die Numbers sind. Und wenn man dann Bruchzahlen hat, die man dann einer Integer-Variable zuweist, dann rundet der Browser die automatisch. Das heißt, man hat schon mal eine Rundungsfunktion. Und dann kann man mithilfe dieses Zusammenspiels aus gerundeten und nicht gerundeten Zahlen kann man sowas wie eben Modulo und so Sachen kann man eben bauen tatsächlich. Also man kann dann anfangen, eben wirklich auch komplexere mathematische Funktionen zu machen, ohne dass diese mathematischen Funktionen jetzt schon zur Verfügung stehen würden. Einfach indem man ausnutzt, dass
Zahlen in bestimmten Kontexten gerundet werden und in manchen anderen Kontexten nicht. Und das allein schon reicht, um das machen zu können. Genau, und ich glaube, so mein Plädoyer wäre, den Browserherstellern einfach schön auf die Pelle zu rücken und den Mozilla-Leuten in dem Fall und den WebKit-Leuten, in Chrome ist es ja schon drin, und denen ihre Bugtracker halt ein bisschen zuzuspammen und auch tatsächlich Use Cases zu liefern, damit das für die auch irgendwie Sinn ergibt. Warum sollen wir uns denn überhaupt hinsetzen, einfach nur zu sagen, will ich haben, ohne denen zu erklären, was sozusagen der Benefit wäre, reicht halt nicht. Ja. Ja, also das tiefe Analysieren auch wahrscheinlich vorweg mal, okay, was könnte ich denn damit eigentlich anstellen? Ne, das bedeutet ja, man muss sich erstmal sehr genau damit auseinandersetzen, was ist es? Da hast du jetzt ein paar Anhaltspunkte auf jeden Fall gegeben, um dann aber auch zu schauen, okay, wie kommt man denn davon oder wie macht man denn den aktuellen Stand der Entwicklung besser oder was sind auch Zukunftscases über das, was wir anfangs gesagt hatten, nämlich vielleicht etwas, was ein bisschen künstlerisch angehauchter ist, hinaus. Ne? Ja, genau. Wobei das Künstlerische, also das kann man theoretisch eben auch auf anderen Wegen ganz gut lösen. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch mit SVGs total viel machen. Also du kannst ja ein SVG-Hintergrundbild machen und in SVG kannst du ja auch komplett steil gehen. In Safari gibt es auch tatsächlich, kannst du als Hintergrundbild zuweisen, WebKit Canvas. Also das heißt, die haben eigentlich so eine Paint-API für Arme. Die Chrome-Leute haben das dann, glaube ich, in Chrome 38 irgendwann rausgeworfen aus ihrer Codebase. Und da kannst du dann quasi in dieser Canvas, die halt nicht als Element irgendwo rumfliegt, sondern die hinter dem, also zugewiesen ist als Hintergrundbild, kannst du genauso rumzeichnen wie in der normalen Canvas und wie eben auch in der Paint-API, weil letztlich ist die Paint-API nichts anderes als die Canvas-API. Genau, oder eine Canvas, die nur halt in einem dieser Worklets drin steckt, also dieser kleinen Webworkern. Es gibt ja so ein paar Leute, die auch recht viel irgendwie das auch promotet haben, so Yuna und Yuna Kravitz von Google und der Vincent de Oliveira. Und das ist halt alles nett, so, aber es haut halt einen nicht so richtig aus den Latschen. Ne? Es ist halt so, ja, cool. Ja, schön, dass es geht, so nach dem Motto. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu der Animation API. Mhm. Und ich würde mich da generell fragen, wie umfangreich und sinnvoll das denn wäre. Denn wenn ich an Animations denke, also tatsächlich Animations und nicht Transitions, dann fällt mir eher sowas ein wie FreeJS oder diese ganzen Bibliotheken. Wäre da Houdini was man stattdessen nehmen könnte, wenn ich, mache am besten mal einen Vorschlag, wenn ich jetzt irgendwie Daten in einem Diagramm darstellen möchte, in irgendwie einem Spinnennetz und ich möchte es halt irgendwie tatsächlich auch noch wachsen lassen. Naja, du könntest, wenn das sehr komplex gezeichnet würde, dann würdest du ja wahrscheinlich eher dieses Chart auch in entweder per SVG machen oder, wenn SVG jetzt irgendwie dafür nicht in Frage käme, würdest du das in eine normale Canvas zeichnen und dann gegebenenfalls, also weil letztlich eine Canvas kann ja auch Alternativtext oder sollte vielleicht sogar auch Alternativtext haben, annotierst du das dann, was man da sehen kann, vielleicht für assistive Technologien. Da sehe ich jetzt nicht so viel Möglichkeiten. Die Canvas kann ja auch ganz prima animiert werden. Also was du meinst ja wahrscheinlich das Animation Worklet, richtig? Dass du dir noch so im Gedanken festhing von vorhin. Mhm. Also da hatte der Surma von Google mal so eine Demo gebaut, wo ein Header
automatisch zusammenschrumpft, wenn man runterscrollt. Und das hat der über so ein Animation Worklet abgebildet. Das Ding ist nur, also es gibt halt einen neuen Standard, der nichts mit Houdini zu tun hat, der heißt Scroll Timeline. Und da kannst du Animationen eben nicht mehr nicht an die Zeit koppeln, sondern du kannst die an die Scroll-Tiefe koppeln. Ja. Und genau, du kannst also in CSS-Animationen dementsprechend animieren und könntest damit so einen Header eben auch bauen. Und dann gibt es ja noch die Web Animation API, also die quasi so wie jQuery Animate so in der Art funktioniert früher. Und die wird dann auch die Möglichkeit haben, dass die Scroll-Timeline gesteuert ist. Und damit hat sich irgendwie auch der Use Case für das Animation Worklet erübrigt. Ja. Verstanden. Ich weiß gar nicht, bei SVGs, wenn man jetzt selber SVGs macht, macht man das eher in einem Vektorprogramm und zeichnet tatsächlich? Oder ist es auch möglich, quasi per Code das zu schreiben, sinnvoll zu schreiben? Doch, per Code geht das auch. Es kommt halt drauf an, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Motiv das ist und wo deine Fähigkeit dann eben aussetzt, dir Koordinaten vorstellen zu können für die Dinge, die du machst. Ja, ja. Also wenn du jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wenn du was eine Karikatur da runterprogrammieren wollen würdest, wo du quasi die Linien ziehst, das, also vielleicht gibt es Leute, die das können. Gibt's aber ja, auf den Use Case will ich, glaube ich, gar nicht so hinaus. Ja. Aber ich glaube, der Punkt, der mir jetzt auch bei Canvas schon gefällt, ist, dass ich ja schon wirklich Code schreibe und am Ende kommt ein Bild raus. Und das finde ich schon sehr stark. Und jetzt überlege ich, also ich suche hier gerade noch so Gründe für Houdini-Bestandteile. Und alles, was ich jetzt nebenher hier durchgescrollt hatte, es ist halt wirklich irgendwie ein ziemlicher Mischmasch zwischen JavaScript und CSS syntaxmäßigen, was ich lese. Ja. Und das finde ich tatsächlich schon spannend, weil ich habe ja vorher schon gemeint, mir kommt das immer so vor, als würde ich jetzt Design und Development ein bisschen zusammenschmelzen. Und das finde ich jetzt pauschal was Gutes. Ich habe schon im Alltag immer wieder das Problem, dass Designer und Designerinnen im Figma arbeiten oder in einem anderen Design-Tool, was einfach so ein absolut positioniertes Ding ist und wo man Sachen mal kurz copy-pasten kann, was halt und was nicht der Verhaltensweise von Browser mit ihrer relativen Positionierung übereinstimmt. Und dann sind wir wieder im Bereich von Designer und Designerinnen und Developer müssen viel miteinander reden. Aber hier scheint es wirklich für mich zu verschmelzen. Da ist man nicht mehr diese eine Rubrik, sondern dann ist man halt eine Person, die Houdini schreiben kann. Und von daher, den Aspekt finde ich schon irgendwie spannend, weil das sehe ich dann auch als etwas, wo man vielleicht kein JavaScript-Entwicklerin sein muss, sondern vielleicht auch einfach aus einem anderen Department kommt und damit auch eben diese künstlerischen Sachen herstellen kann. Ja, also es ist jetzt schon irgendwie spaßig und also nett, aber der Aufwand, der eben da drin steckt und das Ergebnis, finde ich, also so irgendwie, das ist so ein Mismatch und es eröffnet einem auch nicht so viele neue Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Also die man jetzt zum Beispiel eben mit Canvas hat, was vielleicht daran liegt, dass man Canvas benutzt hat. Vielleicht hätte man Canvas gar nicht benutzen dürfen oder wie auch immer, aber das ist natürlich so eine Art Lingua Franca des Zeichnens, also des Pixel an irgendeine Wand werfens. Gibt halt einfach total viele Shortcomings und eben diese Use Cases, die ich vorhin genannt habe, die man vielleicht hätte umsetzen können, die gehen alle nicht. Weil, ja, man kann eben nicht auf den Text im Element zugreifen, außer man reicht ihn eben über eine Custom Property nochmal zusätzlich über CSS rein oder so. Oder eben man kann auch keinen Blur irgendwie über die Elementgrenzen hinweg machen.
Und man kann auch mit der Paint API bestehende Features nicht modifizieren. Also könntest du jetzt nicht sagen, Text Shadow, wie der jetzt umgesetzt, gezeichnet wird, finde ich irgendwie nicht so geil. Ich möchte den ein bisschen anders haben. Ich hänge mich dann in den Ablauf rein und verändere den. Genau, all das geht nicht. Und damit ist so dein Aktionsbereich, in dem du was machen kannst, relativ eingeschränkt. Also letztlich ist es so ein bisschen ein Deluxe-Hintergrundbild machen. Und das finde ich halt ein bisschen schade und underwhelming und verstehe auch, wenn andere Browserhersteller jetzt sagen, müssen wir das implementieren? Vielleicht nicht. Safari hat WebKit Canvas. Mozilla hat zum Beispiel Mods Element. Das ist dann quasi, da kannst du das Erscheinungsbild von einem anderen Element kannst du als Hintergrundbild benutzen. Da kannst du theoretisch eine ganz normale HTML5 Canvas nehmen und die dann als Hintergrund sozusagen reinstecken. Also kann ich nachvollziehen, dass die da, dass sie sich kein Bein ausreißen. Genau, aber wir können ja auch mal hier unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Also das ist jetzt meine Meinung. Also ich finde, ich war auch total begeistert von Houdini, finde die Idee total gut. Muss aber jetzt sagen, nach, sagen wir mal, vielleicht nach 7 Jahren, die da ins Land gegangen sind, dass das Ergebnis ist jetzt nicht so, dass mich das umhaut. Und ich stelle in Frage, ob wir das, wie es ursprünglich geplant war, überhaupt brauchen oder ob wir daraus nicht auch gelernt haben, toll Lehren gezogen haben und so weiter. Ist ja nie alles schlecht und so. Und wir uns einfach dann auf ein paar Unteraspekte vielleicht konzentrieren, die daraus gepurzelt sind. Vielleicht gibt es auch coole Beispiele unserer Hörerinnen und Hörer, die uns sozusagen, die das widerlegen. Das kann ja auch gut sein. Ja, und genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, weil, was ich gerade vorher schon mit den Nischen meinte, mir ist jetzt, während wir gesprochen haben, nochmal mehr aufgefallen, dass ich eben wirklich in so einer Nische bin von Webseiten schon auch irgendwie einfach und auf die UX betrachtet einfach zu handhaben, implementiere. Aber das habe ich ja nicht schon immer gemacht. Ich habe das ja früher in der Freizeit gemacht und da habe ich schon viel mehr mit solchen Sachen ausprobiert. Ich weiß noch, wie meine erste Webseite hatte so 6 Sternchen, die meinem Mauscursor hinterher geflogen sind. Das war spitze. Das hat mir schon extrem viel Spaß gemacht und ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade, wenn das Web alle so ein bisschen, oder wenn viele Bereiche des Webs so ein bisschen langweilig geworden sind. Und ich vermisse ja eigentlich wieder so diese Webseiten, die man einfach nur aus Spaß macht. Da gibt es eine coole Person, die quasi zum Trainieren immer solche Webseiten baut. Und das motiviert mich dann immer. Vielleicht können wir da auch ein paar Sachen nochmal hinterlegen in den Shownotes. Aber da kommen halt wieder witzige Webseiten raus. Und ich glaube, eine Webseite davon war auch, rate, ob es dieses NPM-Package schon gibt oder noch nicht. Oder versuche, einen NPM-Package-Namen zu finden, den es noch nicht gibt. Wetten, wir haben ihn schon. Und ja, da könnte man sich nicht vielleicht mit sowas austoben. Du wünschst dir einfach ein kreativeres Web, sozusagen. Und an manchen Stellen ja. Also ja. Es ist schon so, dass alles so ein bisschen da Einheitsbrei geworden ist. Ich verstehe natürlich die Gründe dahinter. Und generell finde ich Einheitsbrei auch gar nicht schlecht. Und generell finde ich zum Beispiel manche Regeln von iOS und Android nicht schlecht, dass zum Beispiel der Button muss halt so ausschauen, wie man das bei Android gewohnt ist und anders geht's nicht, weil ich das für die Bedienbarkeit auf jeden Fall hilfreich finde. Wenn man einfach die gleichen Button und die gleichen UIs für das alles hat, das hat schon Vorteile. Aber ja, so früher kam es mir schon ein bisschen spaßiger vor, als wir diese 800 GIFs als Hintergrundbilder hatten und als es noch nicht so professionell wurde. Hm. Ja. Und vielleicht gibt's ja einen Teil da draußen, die sowas wie Houdini oder auch ähnliches eben extrem gut dafür finden und extrem gut dafür einsetzen können. Ich meine, ich bin in meiner, nennen wir das mal, diese View Angular Svelte React Bubble, aber es gibt ja auch so einen harten Kern bei Ember und Elm, die damit alle sehr, sehr glücklich sind.
Und wenn man da mal jemand davon reden hört, denke ich mir, ich weiß auch nicht, so existiert es noch. Und dann erzählen sie mir, ja, wir sind eine riesige Community und wir sind alle extrem happy damit. Ja. Ja, vielleicht kann man ja auch, es gab doch mal, ich glaube, das waren doch die von Flipboard. Die haben doch mal irgendwann mit React, glaube ich, in die Canvas reingerendert, oder? Um das besonders flüssig zu haben. Also die haben die Canvas quasi als Render-Target. Also es gibt ja dann quasi, du hast ja React und dann brauchst du ja React DOM, damit du dann im DOM rumfummeln kannst. Und die hatten halt dann quasi äquivalent dazu, hatten die React Canvas, glaube ich, rausgebracht. Ich nehme an, das wird schon nicht mehr gepflegt sein. Und das könnte man benutzen, um per Paint API den Hintergrund von Elementen mit React zu rendern, vielleicht. So schaut's aus. Ja. Also React Canvas hat den letzten Commit vor 6 Jahren gehabt. Nee, 5. Ja. So habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, ja. Aber vielleicht geht's ja noch. Ja. Ich weiß es nicht. Genau, also damals haben die auf jeden Fall gut Prügel überzogen, weil das ja mega unaccessible ist. Genau, aber da wir jetzt ja gerade über kreatives Web reden und vielleicht auch nicht unbedingt immer vorbildhaft korrektes Web, ist das vielleicht in dem Kontext dann auch mal okay. Was ich abschließend daran trotzdem sehr, sehr spannend finde, ist einfach diese andere Herangehensweise. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Houdini jemals brauchen würde, aber es steht schon aus einem ganz bestimmten Grund immer auf meiner Liste von schau es dir mal an. Und das ist eben schon die Inspiration, die man dadurch bekommen würde. Ich erinnere mich noch ganz schwach mittlerweile nur noch an meine Zeit, wo ich iOS gemacht hatte. Und da zeichnet man wirklich. Und Sachen, die mir teilweise im Web schwierig fallen, aufgrund von diesen ganzen relativen Positionierungen, weil sie noch, die waren da teilweise extrem einfach. Während so eine Kleinigkeit für mich wie unterschiedlicher Border-Radius oben links und unten rechts oder sowas, das mache ich ja in CSS mit einer Property in einer Zeile, indem ich einfach sage, 9 Pixel, 8 Pixel, 7 Pixel, was auch immer ich möchte. Da erinnere ich mich dran, das musste ich quasi zeichnen mit Kurven. Und ich glaube, das haben die nachgerüstet bei der HTML5 Canvas. Die Canvas, also die HTML5 Canvas, die Syntax, die ist ja quasi, oder die WebKit-Leute haben das ja irgendwann einfach, die haben gesagt, so jetzt gibt's das hier bei uns in Safari. Und die Syntax, die ist ja inspiriert von Quartz, also von der Apple-eigenen quasi Zeichensprache. Ja. Genau, und dann jetzt irgendwie 15 Jahre später ist denen das dann auch irgendwie aufgefallen, dass das ja echt schwierig ist, wenn man mal so einen Kasten mit runden Ecken machen möchte. Und das wurde, glaube ich, nachspezifiziert. Das geht also jetzt. Ja. Und im Endeffekt, wenn man sich dann diese ganze Inspiration abgeholt hat, wie man Dinge auch machen könnte, fällt mir halt trotzdem jedes Mal wieder auf, wie unglaublich mächtig CSS ist. Wie Sachen, die ich für selbstverständlich halte, wie einfach Ecken auf Ecken zu machen. Und das hört ja nicht bei Border Radius auf, sondern da drin habe ich natürlich irgendwie ein Bild und dann mache ich einen Overflow hitten und das funktioniert. Egal, wie sehr ich rein und raus zoome, der Browser, der rechnet das einfach richtig aus. Finde ich dann immer wieder schön, was wir da für ein mächtiges Tool haben. Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich war ja auch gerade beim CSS Day, hatte der Hans ja schon gesagt, in Amsterdam. Und das Line-Up war auch super. Man hat halt gemerkt, so war halt jetzt über 2 Jahre Pandemie. Die wollten alle mal wieder irgendwie was irgendwie über CSS sprechen und haben auch alle in den 2 Jahren nicht untätig herumgesessen, sondern haben irgendwelche Sachen entwickelt und weitergetrieben. Und das war schon echt beeindruckend, so die Vorträge, die da waren. Genau. Und wenn die Videos rauskommen, weiß nicht, wann das der Fall sein wird, aber jetzt demnächst, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Talk von dem Adam Argyle sich anzuschauen. Da ging es um Scroll-Snapping. Da waren ein paar gute Dinge drin. Also da komme ich auch drin vor, aber darum empfehle ich das nicht, sondern einfach, weil
da total viele mega geile Sachen gezeigt werden. Also es wird dir auch gefallen. Und die Scroll-Timeline kommt auch vor. Du hattest mich schon bei Scroll-Snapping. Sehr gut. Aber apropos Scrolling, ich habe versucht, ein Hotel zu buchen. Mache ich normalerweise natürlich auch über irgendwelche Suchportale. Aber manchmal hin und wieder gehe ich dann auf die Seite von der Website, um mich noch weiter zu informieren. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich es nicht mag, wenn ich nicht nativ scrolle, sondern wenn ich irgendwo, und ich bin nicht im Bereich von einem Karussell oder Slider, also ich bin einfach nur auf einer Seite und ich möchte nach unten scrollen und auf meiner Augenhöhe zu lesen und ich werde schon zur nächsten Section gescrollt. Ganz schlimm. Bitte, bitte nicht machen. Egal wie sehr Projektmanagement Department das haben möchte, bitte nicht tun. Obwohl wahrscheinlich eher sind das solche Webseiten, Baukasten, wo man solche Webseiten wahrscheinlich baut, die das dann irgendwie als coolen Effekt haben. Ist nicht cool. Ja, machen wir nicht. Bei unseren Seiten machen wir das nicht. Genau. Wollte ich mal loswerden, ist vielleicht auch so uncool, weil Houdini ja eigentlich eine geile Sache ist, so das mal so ein bisschen schlecht zu reden, aber. Vielleicht könntest du hast es zwar schon hin und wieder jetzt hier und da erwähnt, aber noch einmal so in 2, 3, 4 Sätzen zusammenfassen, was so dein Resümee nach dem allen ist. Und du hattest ja auch dieses gute Ding erwähnt, was du ja so schön fandest mit Properties und Types. Genau. Ich glaube, dieses Houdini-Experiment war sicherlich jetzt für alle Beteiligten nicht uninteressant. Ich glaube, es hat halt sein gestecktes Ziel nicht erreicht. Und ich glaube, dass es auch einfach schwierig ist, weil CSS eben doch gar nicht so einfach ist. Also mein Wunsch wäre eben zu sagen, okay, weil es halt auch andere Browserhersteller dann eher an Bord holt, wenn man sagt, okay, lass uns dieses riesenkomplexe Projekt irgendwie ein bisschen reduzieren auf eben ein paar Sachen, die einem wirklich in der Praxis neue Möglichkeiten eröffnet, die man auch wirklich gebrauchen kann, die nicht irgendwie nur Spielereien sind vielleicht. Und das wären eben diese eigentlich wäre das im Prinzip diese Add-Property, die ein Teil von dieser Properties and Values API ist. Die halt zu Houdini dazugehört. Und vielleicht noch das Typed Object Model. Das finde ich eigentlich auch noch ganz sinnvoll. Also gerade wenn man eben ausliest und reinschreibt in CSS, dann ist es ja so, geht das ja heutzutage leidlich mit dem klassischen Object Model. Und das wäre dann einfach ein bisschen cooler und der Browser könnte auch eventuell ein bisschen besser optimieren auf die Sachen und weniger Reflows auslösen und so Zeugs. Genau, und damit wir da hinkommen, müssen wir zusehen, dass Mozilla und WebKit eben sich auch endlich mal dran setzen. Und vielleicht können wir da einmal die Bug-Tracker vielleicht irgendwie verlinken, wo unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nochmal so ein bisschen anschieben können, vielleicht mit guten Beispielen, die sie in CodePen gebaut haben für Chrome. Und die Alternative wäre, was es auch noch gibt, um vielleicht an das Ziel zu kommen, ist, man könnte auch, ihr kennt die Firma Igalia vielleicht schon mal von dir gehört. Die haben zum Beispiel Lazy Image Loading, glaube ich, in Safari implementiert. Die haben CSS Grid in Safari implementiert. Also die haben eigentlich so alles, so die Hälfte von dem, was cool ist, haben die in Safari implementiert. Und die werden das sind im Prinzip so wie so Implementierungssöldner. Die werden bezahlt von Firmen, die Dinge brauchen und die nicht so lange warten können, bis ein Browser-Hersteller das implementieren können. Und die haben auch so ein quasi so ein Community-Crowdfunding-Projekt. Also da kann man dann als Community hingehen und sagen, wir als Webentwickler fänden das total cool, wenn folgendes Feature in den Browsern wäre. Und dann kann man die crowdfunden. Also das wäre schon. Ich glaube nicht, dass wir das als Community jetzt als Podcast-Community machen können. Und das ist auch sicherlich überhaupt gar nicht interessant für die meisten unserer Hörer, weil wir haben ja jetzt welche, die vielleicht eher mit JavaScript rumhantieren und andere, die andere Dinge tun. Aber das wäre halt so, was man als Community auch machen kann, wenn man nicht warten möchte. Genau, es nennt sich Open Prioritization. Ja, genau.
Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal. Genauso wie einige der anderen Dinge, die wir genannt haben, inklusive des Talks, den du ja auch vom Adam nochmal genannt hattest. Ja. Und mein Vorschlag wäre, dass wir dann an der Stelle vielleicht die Sendung zumachen, das Thema abschließen. Ist das okay für euch? Absolut. Dann danke ich dir, Shep, vielmals für deinen Einblick, den du zum aktuellen Stand von CSS Houdini mal gegeben hast. Die Aufrufe habt ihr Hörerinnen und Hörer ja schon gehört. Shared mal bitte, was ihr so mit CSS Houdini alles Schönes anstellen könntet. Und da sind wir sehr gespannt. Wenn ihr darüber mal sprechen wollt, dann kommt doch mal bei uns im Podcast vorbei und erzählt uns darüber. Wir suchen immer coole Leute, die Bock haben, hier über ein Thema ihrer Wahl zu sprechen. Da würden wir uns auf jeden Fall über eure Nachrichten freuen. Gerne auch bei Twitter einfach in die DMs sliden oder einfach eine @Menschen. Bei LinkedIn sind wir noch nicht. Bei Facebook gibt es uns, glaube ich, auch nicht mehr, aber ihr werdet uns schon auf anderen Plattformen finden. Und bis dahin vielen Dank an alle, die jetzt hier heute mitgewirkt haben und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.